Wo ist denn mein, ach da. Irgendwie dachte ich gerade, der wäre tot, aber der ist ja noch da, weil ich dann irgendwie gerade nirgendwo stehen will. Ach, der steht neben ihr. Okay. So, Armbenüppte. Nein. Okay, wird doch noch ein bisschen dauern. Was braucht ihr noch? 4 Stück. Drei noch. Ich brauche ein Ziel. Oh, der hat auch wieder nichts, ey. Ich musste mal gucken, ob wir uns das hier rüberziehen können. Mein Gott, jetzt lassen die aber auch nichts droppen hier, ne? Die Schweinebacken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe jetzt schon 3 hintereinander gelootet. Mit 0 Armbinde, ne? Scheiße, ey. Hier sowieso nur alle. Ein paar Typen hier, was? Da war ich noch was. Alter, kann doch nicht wahr sein, ne? Wieder nix. Mal trinken, ey. Weil man da sowas von... Shit, ey. Ich habe immer das Gefühl dann, ich habe das Gefühl dann immer so, dass ich die Leute aufhalte, weißt du? Deswegen setze ich mich da immer irgendwie so unter Druck, so für, ja, jetzt schon 4, 5 Gnolle, nichts gelootet und so, bla bla. Und genau das habe ich nämlich befürchtet, so, dass die haben nämlich jetzt alle und ich bin die Einzige, die irgendwie noch was braucht. Und dann fühle ich mich irgendwie immer schlecht, so, keine Ahnung, weil ich denke, ja, die wollen ja auch weitermachen und keine Ahnung. Ah, okay, der hat endlich wieder was. Obwohl eigentlich jetzt haben wir alle die Quest fertig, das heißt... Jede Binde, die jetzt gedroppt wird, müsste dann jetzt für mich sein. Das heißt, es dürfte jetzt eigentlich dann wirklich nicht mehr lange dauern. Müssen wir aufpassen, wenn jetzt die Leute gelootet haben, ob das dann immer noch leuchtet. Oder dann anfängt zu leuchten, weil dann für mich noch die Binde da drin liegt. Okay, eine noch. Okay, da hinten leuchtet was. Gehen wir erstmal hier hin. Natürlich nichts dabei, ne? Leuchtet da hinten was? Ah, warte.
So, jetzt haben wir tatsächlich den Hogger auch schon fertig. Geiler Scheiß. Ja, dann gehen wir mal zurück und geben das erstmal ab. Bitte schreibt's. Ach, ist ja schön. So wie es jetzt ist, kann mich WoW auch echt wieder packen, muss ich sagen. Ist einfach so. Ich habe nur die Befürchtung, dass es halt echt so ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr anhält und dann die Leute so nach und nach wieder nicht mehr online sind. Jetzt einfach nur gerade, weil es wieder da ist, ne? Haben doch alle jetzt, oder? Die hätte doch schon geschrieben, dass sie alle hat, ne? Ach, die braucht auch noch welche? Ach so. Dachte, ich wäre die letzte gewesen. Okay, da müssen wir nochmal zurückgehen. Da müssen wir natürlich helfen. Dann gehen wir natürlich nochmal zurück. Ich hatte das gerade im Chat falsch verstanden dann irgendwie. Weil ich kann es auch irgendwie nicht so gut lesen. So. Aber Akalon ist ja auch schon weggelaufen. Okay. Sind wir mal kein Arsch. Da. Ich habe kein Ziel. Ach, der gehört gar nicht zu uns, ne? Sehe ich gerade. Egal, helfen wir trotzdem eben. Dann werden wir wahrscheinlich aber jetzt nicht mehr was anderes großartig schaffen, ne? Wenn wir denen jetzt noch helfen, wir haben jetzt 12 Uhr. Das wird eh schon sportlich für mich, wenn ich jetzt gleich um halb eins hier Ende mache, so nach einer halben Stunde mich fertig zu machen. Das wird sportlich. Echt erschreckend so als Frau, wenn man mal darauf achtet, wie lange man eigentlich so morgens so, so fürs im Bad so braucht, ne? So mit Haare waschen und bla bla bla. Wie viel Zeit, wenn man das dann immer hochrechnet, auf eine Woche, auf einen Monat, ist schon heftig so. Aber naja, ich denke mir immer so, es ist ja Zeit, die man halt für sich nimmt, so, ne? Für sich und ich habe mal gelesen, angeblich soll, gerade wegen solchen Sachen, ne, dass man sich Zeit für sich nimmt und so, also ich meine, ob man jetzt da sitzt und meditiert oder sich Zeit beim Essen lässt oder dieses typische morgens Frauen im Badezimmer, ne? Das soll unter anderem auch ein Grund sein, warum Frauen länger leben, ne? Also, habe ich zumindest mal gelesen, ne? Aber es sind natürlich viele andere Faktoren noch, keine Frage. Aber schlüssig hört sich für mich das schon an, weil auch viele andere Sachen wie meditieren und sowas alles ja auch dem Körper und dem Geist gut tun und erholen und weiß ich zum Beispiel auch gut fürs Gedächtnis ist, ne, wenn man Achtsamkeitstraining macht und sowas.
Ja, wurden ja auch schon Tests durchgeführt, dass ich dann, dass man sich Sachen besser merken kann, ein besseres Erinnerungsvermögen hat, etc. und fitter bleibt, geistig, etc., etc. Oh, wir haben einen Beutel gefunden. Geiler Scheiß. Yeah! Wie viel ist er? Zehner oder was? Sechser. Wovon träume ich nachts? Ein Zehnerbeutel mal hier so finden. Ich glaube, in der Gegend einen Zehnerbeutel zu finden, wäre ein bisschen arg früh, ne? Ah ja. Supi. Wunderbar, sagt sie. Ist das die Gilde hier, ne? Ist das wegen dem Spiel hier? Dieses Horrorspiel oder was? Das wäre witzig, ne? Danke dann an die Gruppe. Sollte vielleicht nicht irgendwo einfach stehen bleiben und schreiben. Egal, geht mein Pad halt drauf. Den kannst du ja wieder beschwören. Man merkt, zu diesem Pad habe ich keine enge Verbindung. Bei ihm ist es mir scheißegal. Ich beschwöre den einfach nochmal und dann ist gut. Er ist aber auch ätzend. Der sagt immer so, sind wir jetzt fertig? Ich habe keinen Bock mehr. Kann ich jetzt gehen und so? Ja. Ja. Ich hoffe, unser nächstes Pad ist besser. So, gehen wir das mal ab hier. Ehre dem König, Freund. Seid gegrüßt, die Shane. Wart ihr Gnolle töten? Wie ich sehe, wart ihr fleißig. Hab Dank, die Shane. Oh ja, die Hose möchte ich haben. Meldung bei Grian Stoutmatel. Es scheint mir, Hexenmeister, als hättet ihr schon etliche Kämpfe überstanden. Falls ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr euch bei Grain Stonemantle melden. Er ist der Anführer der Volksmiliz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Ackerland von Westfall zu beschützen. Ich möchte wetten, er könnte eure Hilfe gebrauchen. Normalerweise findet man ihn im Steinturm auf der Speerkuppe, ein kleines Stückchen von der Straße weg, mitten in Westfall. Sprich mit ihm, bla bla, okay. Für die Allianz. Juch, die Allianz. So, wo gehen wir das denn mit dem Hogger eigentlich ab? Wahrscheinlich in Stormwind oder so, ne? Lieferung in Stormwind, Prinzessin. Vor allen Dingen habe ich gerade gesagt, so ja, Princess, komme ich gleich hinzu. So, das war irgendwie vor einer Viertelstunde oder so. Der Sammler, hört sich an wie ein Horrorfilm, begebt euch nach Goldhain. Okay, da müssen wir eh nach Goldhain zurück. Normalerweise findet man ihn im Steinturm auf der Speerkuppe. Ein kleines Stückchen von der Straße weg, mitten in Westfall. Hier ist ja Westfall, das heißt, wir finden den hier irgendwo. Da müssen wir also da weiterlaufen. Und das ist da. Okay, wir laufen erstmal nach Goldhain zurück.